Hallo vom Fensterbrett des Küchengartens. Im letzten Herbst habe ich mir ja selbst eine Fensterbank, eine Blumenfensterbank zusammengeschreinert. Naja, nein, nicht geschreinert, zusammengeschustert mit meiner Pi mal Daumen Methode. Das Video verlinke ich euch gern hier oben, weil ich hatte viel zu wenig Platz für all meine heißgeliebten Orchideen und auch andere Zimmerpflanzen. Und dort habe ich so eine herrliche Fensterfront, die nach Westen zeigt. Wunderbar, mit viel Licht, viel Platz. Und dort habe ich jetzt all meine Orchideen unterbringen können. Seit diesem Zeitpunkt spiele ich mich schon mit dem Gedanken, da die Fensterfront ziemlich hoch ist, dass ich dort auch noch Orchideen in die Höhe hängen kann. Ich habe euch ja schon in etlichen anderen meiner Orchideen-Videos gezeigt, dass ich Orchideen auch aufbinde hier bei mir im Haus, also dass sie natürlich wachsen können, weil sie sind ja epiphytisch, also sie leben ja als Aufsitzerpflanzen in ihrem natürlichen Lebensraum. Und das habe ich schon im kleinen Rahmen probiert. Das hat wirklich gut geklappt. Und jetzt plane ich für das heutige Video mit euch zusammen einen größeren Ast mit 2 bis 3 Orchideen und zusätzlich auch noch diese Luftpflanzen zu dekorieren, also diesen Ast damit zu dekorieren und den dann dort vor dieses Fenster zu hängen. Ich freue mich schon riesig. Ich hoffe, ihr habt daran auch Interesse. Was brauche ich nun also für dieses schöne Vorhaben? Und zwar einen Ast, auf dem ich meine Orchideen anbinden, hochbinden möchte. Ich habe hier was ganz Besonderes. Das ist ein Ast von einer Korkeiche. Also es ist Kork, man sieht es innen drinnen auch recht schön. Da habe ich Glück, ich habe da einen recht guten, großen Zoofachbedarf, wo ich auch immer die ganzen Materialien für mein selbst gemischtes Orchideensubstrat herbekomme. Und der importiert diese Korkäste aus Portugal. Dort werden die nachhaltig angebaut. Und er braucht sie eigentlich für die Reptiliengehege, wo die Reptilien dran nagen und drauf herum, also nicht die Reptilien nagen nicht, aber die zum Beispiel für Nagetiere verwendet man das auch, drauf herumkriechen können und ist recht natürlich. Man sieht auch noch Flechten, die drauf sind, getrocknetes Moos. Und dort habe ich mir einige Äste besorgt. Das ist ein besonders schöner großer, da kann ich sicher 2 bis 3 Orchideen und noch eine dieser Luftpflanzen drauf befestigen. Hier habe ich die Orchideen, die sind schon wurzelnackt, die waren nämlich alle etwas dehydriert, deswegen habe ich sie eine Zeit lang in Gläsern gehabt, jetzt sind sie wieder ganz gesund, deswegen werde ich sie für dieses Vorhaben verwenden. Und hier habe ich meine Luftpflanze oder auch Tillandsien genannt. Die habe ich jetzt schon mal ein paar Stunden in lauwarmem Wasser eingelegt, damit sie sich schön vollsaugen kann und einen guten Start auf diese neue Lebensweise hat. Das werde ich später mit meinen Orchideen auch noch machen. Sie in, also den Wurzelballen in lauwarmes Wasser einlegen, damit sie schön geschmeidig und biegsam werden und ich sie schön hier auf diesem Ast drapieren kann. Dann habe ich hier mein heißgeliebtes Sphagnummoos, was man sehr gerne für die Orchideenpflege verwendet, weil es antibakteriell ist und das Wurzelwachstum fördert. Da die Orchideen hier als Aufsitzerpflanze ja wirklich nur von der Umgebungsluftfeuchtigkeit leben können sozusagen, verwende ich sehr gerne dieses Moos, um zusätzlich einen Feuchtigkeitsspender zu geben, nachdem ich diesen Ast dann immer schön besprüht habe oder gegossen habe. Das möchte ich dann immer unter der Dusche machen, richtig schön abbrausen, damit das wirklich schön feucht ist. Speichert das Moos natürlich länger die Feuchtigkeit als die Umgebungsluft und kann somit vermehrt an die Wurzeln der Orchideen abgeben, über einen längeren Zeitraum. Dann habe ich hier auch noch einen alten Nylonstrumpf, denn zum Festbinden der Orchideen, zum Befestigen der Orchideen, zumindest anfänglich. Nachher verbinden sich die Wurzeln auf der Suche nach Feuchtigkeit und Nährstoffen selbst
mit dem Holz, vor allem die, die dann neu wachsen, dann kann man diesen Bindemechanismus entfernen. Aber am Anfang ist das wirklich sehr gut, weil man könnte es auch mit Gummiringen machen, aber die werden mit der Zeit durch die Feuchtigkeit und die Sonneneinstrahlung porös und fallen ab. Aber der Nylonstrumpf, der ist schön dehnbar und bleibt auch lange in der Form, die es haben sollte, die gewünscht ist. Und den Strumpf hätte ich sowieso weggeworfen, also ist es auch wieder ein Upcycling. Dann habe ich hier eine Bohrmaschine, wie ihr seht. Und zwar möchte ich diesen Ast an der, ja, ich nenne das Kanische, an der Vorhangsschiene befestigen. Das heißt, da muss ich zuerst Löcher reinbohren und mit einem Faden hier meine Vorhangsschienengleiter. Also heute sind wir ja mit Fachausdrücken nur so bei der Sache. Die kann ich dann da dran befestigen und sie eigentlich immer ganz einfach an der Vorhangsschiene festklipsen und auch wieder hinunterschieben. Das heißt, zuerst entscheide ich mich einmal, wie möchte ich, dass der Ast nachher hängt. So finde ich es eigentlich wirklich schön. Dann kann ich hier eine Orchidee, hier in diesem Zwischenraum eine Orchidee, hier kann ich auch noch was hergeben. Das heißt, ich werde meine Löcher hier bohren und hier bohren. Das versuche ich jetzt gleich. Bitte verurteilt mich nicht wegen Unprofessionalität. Ihr wisst, Pi mal Daumen, das wird schon klappen. So, jetzt habe ich mir hier noch ein Brett untergelegt, falls ich abrutsche oder zu forsch bohre, dass es mir nicht direkt in meinen Tisch geht. Hoppla, ja, fängt ja schon gut an. So, den ersten Teil haben wir also erledigt. Hier sind unsere Vorhanggleiter und so wird das Ganze dann über dem Pflanztisch, dem selbstgemachten, hängen. Jetzt können wir also zum spaßigen Teil übergehen. Das heißt, ich kann meine Pflanzen auf diesem Ast dekorieren. Hier habe ich meine Orchideen schon in Wasser, in lauwarmem Wasser eingeweicht, damit die Wurzeln, wie gesagt, biegsamer sind, vollgesaugt und ich es leichter hier drapieren kann. Hier habe ich meine Tillandsie auch vorher gut eingeweicht. Jetzt schaue ich mal, wie ich das Ganze machen möchte. So, wichtig hierbei zu beachten ist, dass das Herz der Orchidee, da soll ja kein Wasser auf längeren Zeitraum drinnen stehen bleiben, weil es sonst zu einer Fäule im Inneren der Orchidee kommen kann. Das heißt, wenn der Ast nachher so hängt, sollte man möglichst schauen, dass das Herz der Orchidee nach unten zeigt. So kann nämlich überschüssiges Wasser immer abfließen. Wenn ich das Ganze nämlich jetzt so montieren würde und ich das Ganze dann tauche, gieße, wie auch immer, dann könnte hier im Herzen leicht Wasser stehen bleiben. Also das ist die einzige Sache, die ihr beachten müsst. Das heißt, wenn ich noch irgendwelche Wurzelstücke sehe, die verfault sind oder vertrocknet, ist jetzt die beste Gelegenheit, um das abzuschneiden, um späteren Fäulnisprozess zu vermeiden. Das schaut alles recht gut aus. Das heißt, bei dem Ganzen ist überhaupt keine große Sache dazu zu sagen. Ich nehme einfach etwas von meinem Sphagnummoos, drücke es gut aus. Dann habe ich hier meine Nylonstrumpfbänder, die ich zum Befestigen verwenden werde. Jetzt lege ich meine Orchidee an den Ast, so wie ich sie nachher haben will. Schau, dass die Wurzeln möglichst Kontakt mit dem Holz haben. Und jetzt kann ich hier über die Wurzeln mein Sphagnummoos drapieren.
und das Ganze jetzt mit meiner Nylonsocke schön straff befestigen. Dann kann man ja das Moos noch so zurechtzupfen, dass man diese Nylonschnüre nicht mehr so gut sieht. Und wunderbar. Die erste Orchidee ist befestigt. Was man natürlich hier im Nachhinein kosmetisch noch machen kann, ist Stücke von Moos nehmen und dort, wo man gerne noch welches haben möchte, noch zusätzliches unter die Schnüre stopfen. Das bleibt einem dann selbst überlassen, wie man das gerne vom Aussehen her haben möchte. Jetzt hängt das gute Stück auch schon an seinem Bestimmungsort. Ist wirklich ein toller Blickfang hier über meiner selbstgezimmerten Blumenbank an meinem großen Fenster. Und wenn ich die Orchideen jetzt bewässern möchte, dann spritze ich sie entweder, das mache ich circa einmal die Woche, mit einem Wasserspray. Da ist Regenwasser drinnen, was ich draußen aus meiner Tonne hole. Einfach rundherum kräftig ein und zweimal im Monat kann ich es dann einfach hier an diesen Ringen ganz einfach herunternehmen. Und dann kann ich damit in meine Dusche gehen und dort kriegt dann der gesamte Ast eine richtig schöne, nasse, lauwarme Dusche verpasst und dort lasse ich das Ganze dann auch noch eine Zeit lang liegen, damit ich mir hier nicht alles voll tropfe und dann hänge ich es wieder auf. Um den Orchideen dann auch noch Dünger zuzuführen, sie brauchen ja nicht viel, aber die Blühfreudigkeit wird dadurch gefördert, spray ich sie sehr gerne regelmäßig mit solchen Blattpflegesprays ein. Die gibt es von ganz vielen verschiedenen Anbietern. Ich habe bis jetzt keine Unterschiede festgestellt, also da könnt ihr wirklich kaufen, was ihr wollt. Ich überlege mir jetzt sogar, diese selbst herzustellen. Ich habe ein Video gesehen, wo das mit Aloe Vera sehr gut funktioniert. Deswegen habe ich mir diverse Aloe Vera Pflanzen gekauft. Aber das möchte ich erst ausprobieren, bis ich es euch zeige. Und wenn ich den Pflanzen etwas mehr Nährstoffe zuführen möchte, dann löse ich im Gießwasser, im Regenwasser einen Flüssigdünger auf. Und den würde ich jetzt einfach, nachdem ich in der Dusche gebraust habe, meine Pflanzen abgebraust habe, den gesamten Ast, würde ich einfach mit einer Gießkanne noch einmal zusätzlich mit dieser Düngerlösung drüber düngen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude an dem Projekt wie ich. Ich kann mich auf jeden Fall jedes Mal dran erfreuen, wenn ich an dem wunderbaren Ast vorbeilaufe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da, schreibt mir einen Kommentar, ob ihr so etwas auch schon mal gemacht habt oder ob das etwas für euch wäre. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit mit euren Zimmerpflanzen in euren Gärten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!